Einen wunderschönen guten Tag von dir. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit dem GFL-Rückblick Woche 6. Wir hatten zwei ziemlich eindeutige Spiele oder ein sehr eindeutiges und ein ziemlich eindeutiges Spiel. Und zwei Spiele, die durchaus knapp waren heute drin. Nur vier diese Woche. Das heißt, das Video ist vielleicht sogar ein kleines bisschen kürzer als sonst. Oder ich habe mir extra viel Zeit gelassen bei den anderen Spielen. Mal gucken. Ihr wisst schon, ich noch nicht. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir gucken uns am Ende meine Tipps für die nächste Woche an, für Woche 7. Da haben wir wieder 5 Spiele. Und wir gucken das erste Mal auch auf die Standings, weil ich finde jetzt nach 6 Wochen, die meisten Teams hatten 3 bis 5 Spiele und da kann man jetzt schon ein kleines bisschen erkennen, wo die Reise für das eine oder andere Team hingeht. Wie immer, Dankeschön an die GFL für die Unterstützung bei der Produktion dieser Videos. So, wir fangen an mit den Hildesheim Invaders, die zu Hause die IFM Razorbacks aus Ravensburg empfangen haben. Für Hildesheim die Saison bisher sehr, sehr gelungen, Aufsteiger in der Nord Division. Woche 1 verloren gegen Potsdam, aber für die Verhältnisse, die man jetzt inzwischen von Potsdam kennt, gar nicht mal so sehr überfahren worden. Und die 4 Spiele danach alle gewonnen. Gegen die Adler gewonnen, gegen die Rebels gewonnen, gegen Paderborn gewonnen. Und jetzt kommen sie dementsprechend mit einem 3-1-Record rein ins Spiel. Ravensburg ein bisschen schlechterer Start erwischt. Die haben in Woche 2 ihr Debüt gehabt, verloren gegen Allgäu. Dann Woche 3 verloren gegen Straubing. Woche 4 verloren gegen die Saarland Hurricanes. Woche 5 dann aber vielleicht ein kleines bisschen den Umschwung geschafft. Gegen München sind also mit 1-3 am Start. Beide Teams hatten schon 4 Spiele. Wir hatten einmal ein 3-1, einmal ein 1-3, so rum. Guckt euch an, was passiert ist. 45, geht aber in Pass-Coverage. Ja, kein Druck von ihm. Viel Zeit für Nelson. Und ja. Füße inbounds. Perfekter Touchdown. Hier wieder Lauf angetäuscht. Pass über die Mitte und auf der Matte. Lob zum Touchdown. Jawohl. Touchdown wird angezeigt. Und Lauf angetäuscht, Quarterback läuft aber zur rechten Seite raus, wollte vielleicht selber laufen. Wer übers Feld? Und, oh ja. Gerade haben wir drüber gesprochen und so, das Fico sieht gut aus, ja. Den haben wir, somit haben wir zu denken. Haben die das überhaupt im Playbook? Und wir haben hier einen Fumble und das ist ein okay, der Passspielzug hat viel Zeit, die 87 ist frei und läuft in die Endzone zum Touchdown. Sicher zu gehen. Und ewig Zeit. Ja, und jetzt haben wir doch eine Interception. Sehr stark von der Nummer 21. Diesen Ball, weil der war wirklich für außen. Und das Passspielzug. Und da ist eine Interception und das war, muss ich mal sagen, das war ein schlechter. Und das ist ein sicherer Kick und er ist auch gut. Der Ball. Gut, dritter Versuch. Ja. Kein Running Back mehr da. Zeit ohne Ende. Viel Zeit. Oh, und leider haben wir da ein. Wir haben wieder einen Jet Sweep angetäuscht. Oh. Pass und der ist völlig frei auf die 7-8. So, Nelson lässt wieder viel Zeit. Und. Ach, das sah doch gut aus. Ravensburg alle Möglichkeiten, das Spiel jetzt danach zu gewinnen. So, den Pass und da haben wir ihn. Und jetzt ist er endlich gefangen worden. Einwolden kommt jetzt. So, jetzt haben wir diesmal keinen Druck da und jetzt ist der Ball auch frei und der Touchdown ist da. Kann er als Vorblocker nutzen. Ah, er guckt zumindest und der Ballträger ist frei und. Als allererst, bevor wir über irgendwas von dem Spiel reden, Jungs, denkt nicht, dass ich das übersehen habe. Das ist ein super witziger Moment, da sieht man die Emotionen, die drin ist und dann vielleicht irgendwie nicht ganz den Elan bremsen können, das war auf jeden Fall witzig. Aber, wenn ich mich nicht irre, falls ich mich irre, berichtigt mich gerne, aber ich glaube, das war das erste GFL-Overtime-Spiel, was wir hatten, seit die vor ein paar Jahren die Regel gekippt haben, dass es kein Unentschieden mehr geben kann. Seitdem gibt es theoretisch das College-Overtime-Format und genau das ist hier passiert, falls ihr euch wundert, was da am Ende passiert ist. Es war Overtime, Hildesheim hat zuerst gescored in der Overtime und dann hat Ravensburg versucht, das Ganze mit einer Two-Point-Conversion zu beenden. In der College-Overtime geht es ja irgendwann dahin über, dass du Two-Point-Conversions machen musst und dann geht es irgendwann ganz zum Schluss nur noch ohne Touchdown-Drives, wirklich nur noch einzelne Two-Point-Plays hin und her. So weit sind die gar nicht gekommen. Ravensburg hat vorher gesagt, fuck it, wir beenden das jetzt, wenn wir mit unserer Offense auf dem Feld sind, und es hätte beinahe geklappt.
Ich glaube, es wäre noch mal ein Ticken spannender gewesen, wenn er ganz am Ende den Ball hätte festhalten können, weil dann hätte man wirklich sagen können, es war so eine Entscheidung und nur dadurch, dass Hildesheim dann da gut tackeln konnte, haben sie das Spiel gewonnen. So hat er den Ball jetzt noch fallen lassen oder er wurde fallen gelassen von, oder er wurde zum Fallen lassen gezwungen für eher durch die Hildesheim Defense. Aber ja, super spannendes Spiel natürlich, was man vorher vielleicht nicht erwartet hätte. Aber das zeigt auch wieder, Ravensburg ist definitiv nicht so schlecht, wie dieser 1-4-Record jetzt vermuten lässt. Ich meine, am Ende ist es in der Süddivision halt auch relativ entspannt, weil dieses Jahr keiner absteigen kann, weil die Ingolstadt Dukes vor der Saison schon zurückgezogen haben. Aber ansonsten würde es jetzt für das ein oder andere Team ein bisschen knapp werden unten, die eigentlich da nicht sein sollten. Und da würde ich Ravensburg auf jeden Fall dazu zählen. Ich habe mir aufgeschrieben, sie hatten Empty im Gameplan, haben sie früh in den Drives viel benutzt und meiner Meinung nach auch relativ erfolgreich. Pierre Mudurou hat natürlich wieder dieses eine Play, den Touchdown, den er gemacht hat, wo er gefühlt drei Gegner und einen Mitspieler most, dann danach nicht mal getackelt wird und durchziehen kann noch für den Touchdown. Unglaubliches Play. Und meiner Meinung nach kriegt er nach wie vor zu wenig Targets. Und gerade wenn man sowas sieht, dann muss er halt nicht mal besonders offen sein, um diese Targets irgendwie zu rechtfertigen. Wirf einfach irgendwo in seine Richtung, der wird schon machen. Das wünsche ich mir ein kleines bisschen mehr noch für die nächsten Wochen. Die Interception von Niklas Herrmann, ihr hattet die drin in den Scoring Plays, aber ich packe euch hier nochmal auf dem Screen. Das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Play. Das ist gar nicht mal so schlecht geworfen, sage ich mal. Das ist jetzt nicht extrem unterworfen oder sowas. Das ist einfach wirklich ein richtig, richtig gutes Play von Niklas Herrmann hier mit der 21 gewesen. Klar könnte man da jetzt noch für argumentieren, Hughes hätte den ein bisschen höher packen müssen und einfach ein bisschen mehr in den Lauf. Aber ich bin ganz ehrlich, auf dem Level sind wir einfach in der GFL nicht. Auf dem Level bist du auch in der ELF nicht, auf dem Level bist du vielleicht in der UFL. Wenn du diese paar Zentimeter dann noch einkalkulierst, das sind dann NFL-Throws. Deswegen, da mache ich Hughes nicht mal wirklich einen Vorwurf unbedingt. Wir sind aber erstmal bei Ravensburg. Ich habe mir noch aufgeschrieben, manche Entscheidungen von McGovern gefallen mir nicht, vom Quarterback von Ravensburg. Die Interception, die er da geworfen hat. Also da kann man mir jetzt nicht sagen, oh, starkes Defense-Play. Er covert, dreht sich um und hat den Ball hier. Also, ja, weiß ich nicht, das gefällt mir nicht. Die D-Line von Ravensburg hat Hildesheim das Spiel ordentlich schwer gemacht. Das muss ich sagen, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ben Rashid natürlich, abgesehen von der Interception, die er sich da selber zutippt, auch abgesehen davon, wie gesagt, ein gutes Spiel gehabt nochmal. Was man am Ende sich auf jeden Fall vorwerfen muss als Ravensburg, ist nicht insgesamt eine Undiszipliniertheit. Ich gucke gerade mal, wie viele Penalties drin waren. Aber ich glaube, das ging eigentlich sogar. 7 für 66 ist jetzt nicht super clean, aber für GFL-Verhältnisse ist in Ordnung. Zum Vergleich, Hildesheim hatte 5 für 38. Nee, Moment mal. Ravensburg hatte 5 für 38, Hildesheim hatte 7 für 66. Beides nicht sonderlich clean, aber beides nicht kritisch für GFL-Verhältnisse. Aber in Overtime, beim 4. und 22, bei einem Field-Goal-Versuch von Hildesheim, da ein Penalty, ein Personal Foul Penalty zu kriegen, was quasi dem Gegner 15 Yards schenkt und ein automatisches First Down, das ist am Ende das, was das Spiel weggegeben hat. So klar, man kann das jetzt nicht so verallgemeinern und wer weiß, wie danach der Drive für Ravensburg gelaufen wäre in Overtime, aber sie haben einen Touchdown gemacht in Overtime. So, und Best-Case-Szenario bei diesem 4. und 22 ist halt, dass das Field Goal drin ist. Also das hat am Ende wirklich, wirklich, wirklich das Spiel gekillt für Ravensburg, was sehr schade ist, weil sie auf jeden Fall eine Chance hatten in dem Spiel. Kommen wir zu Hildesheim. Ich habe mir aufgeschrieben, Montrell Jackson offensiv drauf, das hat mich ein bisschen verwirrt, das war der erste Touchdown. Ich habe mir auch Nummer 23 Philipp Dolezal mit einem Plus aufgeschrieben. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, dass das gar nicht zwangsläufig das Spiel jetzt war. Dass ich sage, oh mein Gott, der hatte so ein geisteskrankes Spiel oder sowas. Der ist mir einfach generell immer mal wieder aufgefallen in den Wochen bisher. Und ich habe bisher noch nicht wirklich, glaube ich, was zu ihm gesagt. Deswegen habe ich mir jetzt einfach aufgeschrieben von wegen, ah fuck, der hat jetzt nicht ein geisteskrankes Spiel gehabt, hatte einen guten Pass-Breakup über die Mitte zum Beispiel. Borderline Pass-Interference, aber wurde nicht gegeben, deswegen war es keine. Aber ja, der spielt eine gute Saison auf jeden Fall. Die Running Backs gefallen mir beide sehr, sehr gut. Also, die haben natürlich noch mehr, ne? Aber die beiden amerikanischen Grant und Mills gefallen mir beide sehr gut. O-Line musste ich Minus geben für das Spiel, was wieder damit zusammenhängt, dass ich Ravensburg D-Line gelobt habe, ne? Ist immer so ein Hin und Her. Red Zone Offense fand ich ein bisschen kritisch bei Hildesheim. Und ich weiß nicht, ich glaube, bisher in den Spielen ging's, aber in dem Spiel haben sie sich dann ein kleines bisschen schwer getan. Manchmal habe ich das Gefühl, Hughes erzwingt Sachen zu sehr und versucht zu sehr Sachen irgendwo hinzupushen, wo die vielleicht nicht unbedingt sind. Der Fumble da, ich glaube, der wird ihm auch zugeschrieben, muss ich gerade mal gucken, was im Boxscore passiert bei den Fumbles, aber egal, weiß ich nicht. Fumbles, ja doch, das ist seiner.
Der war letztendlich nicht so schlimm, weil es beim vierten Down war. Deswegen war auch nicht so wichtig, wer den recovered am Ende. Aber das ist auch wieder vielleicht ein kleines bisschen Unaufmerksamkeitsding. Ansonsten, Offense funktioniert weiter, so wie ich es gesagt habe. Du hast Leonard Stukenbock mit 4 Catches und einem Touchdown. Montrell Jackson mit 1 Catch und einem Touchdown. Matty Probst mit 3 Catches, 2 Touchdowns. Auch wenn der vermutlich selber der Erste sein wird, der sagt, dass er nicht das beste Spiel hatte. Penalty, Drop, was auch immer. Aber am Ende dann trotzdem die 2 wichtigen Touchdowns. Dann Cameron Mills noch 3 Catches. Boymer 2 Catches. Rayshon Mills 3. Also es ist wirklich eine sehr vielseitige Offense nach wie vor. Es kann sein, dass sie vielleicht ein kleines bisschen Ravensburg unterschätzt haben und dass es deswegen so knapp geworden ist. Vielleicht waren die mit den Augen schon ein bisschen in der Zukunft. Am Ende sind sie nochmal davon gekommen, haben ja in der Vergangenheit jetzt auch schon gezeigt, dass sie knappe Spiele gewinnen können. Das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, war auch hier Personal Foul in Overtime. Doppelminus, sowas kann nicht passieren, sowas darf nicht passieren. Am Ende konnten sie trotzdem noch gewinnen und stehen sehr, sehr gut da in der Nord Division. Nächstes Spiel, was wir haben, waren die Rebels, die die ewig weite Auswärtsfahrt antreten mussten nach Potsdam. Potsdam reingekommen ins Spiel mit einem 3-0-Record. Die hatten erst 3 Spiele bisher. Woche 1 in Hildesheim gewonnen, Woche 3 Adler gewonnen, Woche 4 gegen Kiel gewonnen und kamen dementsprechend rein mit 3-0. Rebels ein bisschen mehr hin und her. Die haben in Woche 2 gewonnen in ihrem ersten Spiel gegen Saarland, dann in Woche 3 verloren gegen Hildesheim, in Woche 4 gewonnen gegen Kirchdorf, in Woche 5 verloren gegen die Adler und jetzt in Woche 6 standen sie vor dem Spiel dementsprechend 2-2. Guckt euch an, was passiert ist im Spiel. Jalen Henderson mit viel Zeit wirft tief über die Mitte auf Brandon Beaulieu. Nee, doch Brandon Beaulieu. Laufspielzug. Und wir haben einen Touchdown. Anspiel über Thomas Jones und der geht da ganz, ganz leicht. Oh, wir sehen wieder einen Pass auf die Nummer 5. Thomas Jenkins läuft da. Verliert hier den Ball beim Werfen, aber kann noch von einem Rebel-Spieler aufgenommen werden, der. Ja. Also, das war gerade. Effektiv. Pass über die Mitte, Brandon Beaulieu fängt ihn für den Touchdown. Oh, wir sehen den Flea-Flicker, das heißt, der Ball wird erst abgegeben an den Running Back, der tost ihn dann zurück. Und es ist ein Catch und ein Touchdown auf die Nummer 11. Das war genau der richtige Spielzug. Wieder ein Passversuch, tiefer Pass auf Thomas Jenkins auf einer Go-Route. Der fängt den und geht in die Endzone für seinen 2. Touchdown heute. Stack Formation sehen wir. Und tiefer Pass auf AJ Mealing. Der kann dann nochmal freibrechen. Schafft das in die Endzone? Ja. Gute Besserung und dass es nichts Ernsteres ist. Aber wir sehen jetzt hier wieder den tiefen Pass auf Daniel Petro, der den fängt für den Touchdown. Ball über die Mitte. Easy Interception für Ronaldo Tomasello, der muss nur die Hände aufhalten. 10 Yards gehabt. Ungetäuschter Lauf über Sami Ahmed. Rollout. Oh, Jalen Henderson fummelt den Ball. Und sehen, Passversuch. Rollout. Er wirft tief auf die Nummer 4. Der fängt den auch. Wunderschöner Catch von Lorenz Schäfer, für den wir gerade sehen konnten. Green auf Thomas Wilson, lässt da 1, 2 Leute aussteigen. Lässt da einige aussteigen, kriegt einen guten Block von Daniel Petro und ist in der Endzone. Und ein Shovel Pass zu Finn Krause, der in die Endzone fällt. Ja, fast der Sack, kann sich da noch rausdrehen. Wirft in Richtung Endzone. Der wird gefangen! Jo, kann ich nicht viel zu sagen. Wenn es zur Halbzeit schon irgendwie 52-6 steht, dann weiß man, dass das Spiel relativ durch ist. Und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, okay, dass die zweite Halbzeit dann 22-14 ausgegangen ist, dann weiß man auch da, glaube ich, wie ich das schon bei Potsdam gegen Adler gesagt habe, vor ein paar Wochen, dass sie ordentlich einen Fuß vom Gaspedal genommen haben, hinten raus. Auch Backups ja dann drin gehabt auf vielen Positionen und so weiter. In dem Spiel Jalen Henderson mal wieder 25 von 27 für 571 Yards und 10 Passing Touchdowns. Ja, kann man mal machen, ne?
Also, ja, da müsste ich eigentlich mal das Passer-Rating, das ist natürlich ein perfektes Passer-Rating, ne? 2 Incompletions, 10 Touchdowns, das ist bodenlos. Und das ist auch wieder was, wo ich sage, es ist natürlich cool, wenn man Potsdam-Fan ist, cool, wenn man Potsdam-Spieler ist und so weiter, aber für die Liga insgesamt ist es einfach nicht gut, wie viel besser als der Rest Potsdam ist zurzeit. Weil das ein kleines bisschen die Spannung wegnimmt. Und das sind halt wirklich, also klar, Rabbits hat nicht gut gespielt, die sind auch einfach gestorben übers Spiel und da war nichts mehr drin. Aber es ist trotzdem nicht so das eindeutig schlechteste Team der GFL oder so. Rabbits sind irgendein Mittelfeldteam in der GFL zurzeit, so wie es aussieht. Und am Ende gewinnst du 74-20. Und wie gesagt, das hätte viel, viel deutlicher ausgehen können. Das hätte irgendwas Einstelliges zu paar 90 ausgehen können, das Spiel. Also das ist wirklich nicht gut. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie das nächste Spiel von Potsdam wird, weil das gegen Dresden ist. Und das wird vermutlich wegweisend sein. Wir können versuchen, ein paar Schlüsse zu ziehen. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen aufgeschrieben, aber am Ende, wenn das Spiel so deutlich ist, dann müssen wir nicht viel drüber reden. So, wir fangen an mit den Rebels. Nick Olivier fehlt, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist relativ eindeutig. Der konnte nicht spielen. Ich nehme an, er war verletzt. Ich hoffe, nicht allzu lange. Rebels haben sehr komische Sachen gemacht. McLaren, der eigentliche Backup oder einer von den beiden amerikanischen Quarterbacks, war als Returner auf dem Feld statt Nick Olivier und hat den Ball mehrfach zugekickt bekommen. Logischerweise bei 10 Touchdowns relativ viele Kickoffs und oder aus ihrer Sicht Kickoff-Returns. Hat den Ball gefangen und hat den dann irgendwann immer hochgezogen und ist in so eine Ich-werf-gleich-Haltung gegangen. Und der Spieler auf der anderen Seite, der Returner, sah auch jedes Mal so aus, als ob er absichtlich versucht, hinter ihm zu bleiben und darauf wartet, den Ball zu kriegen, aber er kam nie. Und das ist so ein Ding, wo ich mich frage, wenn du das drin hast, wenn du das als Play einstudiert hast, dann musst du es auch machen. Weil letztendlich hast du jetzt einfach nur gegnerischen Teams gezeigt, okay, sie haben es vermutlich drin und wir bereiten uns da jetzt logischerweise drauf vor. Also ja, das hat mich sehr, sehr verwirrt, halt auch, weil es immer wieder passiert ist. Ich habe mir die DBs mit einem Doppelminus aufgeschrieben, auch wenn man da jetzt vielleicht fairerweise sagen muss, okay, es ist Potsdam, da sehen eigentlich fast alle DBs sehr, sehr schlecht dagegen aus. Ich habe mir Spielermangel aufgeschrieben, auch das hört man aus Rebels-Kreisen, dass da sehr viel vom Prospect-Team, also von der zweiten Mannschaft von Rebels, hochgezogen werden, kritisch. Man sieht es auch auf jeden Fall. Ich habe mir Lewis Kirby aufgeschrieben mit einem Plus. Der hat jetzt die zweite Woche in Folge sehr, sehr sicke Out-of-Bounds-Catches gehabt. Bei Adler hat er so einen übergegriffenen One-Hander gehabt, wo er leider ganz knapp Out-of-Bounds war. Hier hat er so einen sehr guten Concentration-Catch gehabt, der aber auch Out-of-Bounds war, deswegen zählt es nicht wirklich. Aber der hat natürlich auch den Flea-Flicker-Touchdown gefangen. Also der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich verstehe nicht, wieso man gegen Potsdam Single-High spielt, wenn ich ehrlich bin. Weil, ja, okay, gut, die laufen sehr gut und die laufen Power, die laufen mit einer schweren Box und so weiter. Wir brauchen den zusätzlichen Box-Defender. Aber was passiert? So, fast niemand und eventuell niemand in der GFL hat das Personal, um Single-High das Passing-Game zu verteidigen von Potsdam. Und dann baue ich doch lieber drauf, das Running-Game zuzulassen und dann vielleicht ein oder andere gute Tackle zu setzen, vielleicht einen Fumble zu forcieren oder was auch immer, als jedes Mal wieder gekillt zu werden. Aber was auch immer, ich bin kein Defensive-Coordinator, und ich weiß, dass es so ein bisschen Pick-Your-Poison ist. Am Ende, wenn die ganze Zeit Two-High spielst und zerrannt wirst, kann ich mich dann als Klugscheißer danach hier hinstellen und sagen, 300 Rushing Yards zugelassen, warum spielt ihr Two-High? So, ne? Das ist ein bisschen die andere Sache. Aber ich muss kritisieren, das ist mein Job. Ich mag dieses Quarterback-Rumgeswitche nicht. Tyquay Fields geht am Ende mit 6 von 12 für 61 Yards raus aus dem Spiel. Browns McLaren kommt rein, 19 von 34 für fast 250 Yards, 3 Touchdowns und eine Interception. Aber auch da, das war dann halt die Hälfte vom Spiel, wo Potsdam schon gesagt hat, ja gut, macht mal euer Ding, wir haben eh schon gewonnen, das Spiel ist halt vorbei. Und wenn, dann lass bitte Browns McLaren starten. Ich habe noch nie von irgendeinem Quarterback gehört, der dieses System mag. Wir hatten das in der UFL zum Beispiel auch, wo Martinez und mir fällt der Name nicht ein, ich mag den eigentlich, Ole Miss, dammit, ich komme nicht drauf, egal. Wo die beiden gesagt haben, ey, theoretisch wurde uns gesagt, wir sollen ein paar Drives switchen, aber dann lass uns lieber Spiele abwechseln, weil wir in diesen Rhythmus kommen müssen und weil wir das Gespür fürs Spiel brauchen. Wir können nicht irgendwann reinkommen und dann kannst du von uns erwarten, dass wir direkt drin sind und so weiter. Also das mag ich nicht, dieses Quarterback-Rumgeswitche. Wenigstens sind sie jetzt drauf gekommen bei den Rebels, vielleicht sollten wir auf Running Back mal was anderes probieren als Mo Fletcher, weil er nicht funktioniert und hatten da ja jetzt Wide Receiver, Tight End immer mal wieder ein bisschen drin. Huber heißt der Tight End, glaube ich ja, Julian Huber, der war ab und zu mal drin, aber hat am Ende auch nur einen Rush. Sehr, sehr fatal. Und wenn dann selbst dein amerikanischer Receiver, der ja theoretisch deine beste Receiving Option sein sollte, wenn der dann anfängt, halt Concentration Drops zu haben in einem Spiel, dann weißt du, da läuft nicht viel gut. Bei Potsdam habe ich mir relativ wenig aufgeschrieben.
Ich habe mir aufgeschrieben, das erste war Tomasello, uff, beim Touchdown. Das war dieser Flea-Flicker. Und der hat halt nicht mal theoretisch funktioniert, wie ein Flea-Flicker funktionieren sollte. Ne? Flea-Flicker ist Running Back, kriegt den Ball. Du willst theoretisch die Defense reinziehen. Irgendeiner tut so, oh, ist ja nur ein Runplay und rennt dann an allen vorbei. Quarterback kriegt den Ball wieder zugepitcht und wirft über alle drüber. Tomasello war eigentlich in richtig guter Position. Der war nicht geschlagen beim Play. Dreht sich dann um, sieht den Ball und hat sich halt einfach straight verschätzt. Ich weiß nicht, ob das was mit der Sonne zu tun hatte oder womit auch immer. Er weiß es, Potsdam weiß es, Rabbit, alle, die das Spiel gesehen haben, wissen, er hat sich verschätzt. Ne? Denkt, er kommt an Ball ran, springt Ball, ist über ihm, Touchdown. So. Am Ende juckt das auch nicht wirklich. In dem Spiel zumindest. Sollte hoffen, dass es nicht zu oft passiert. O-Line kriegt ein Doppelplus von mir. Wide Receiver kriegen insgesamt als Receiving Core ein Doppelplus von mir. Wir haben zwei Wide Receiver über 100. Wir haben einen bei knapp 100. Also die Zahlen von den Receivers sind einfach nur 132 Yards, 109 Yards, 97 Yards, 89 Yards, 88 Yards, 30 Yards, 26 Yards. Also das ist schon brutal. Und der mit 26 Yards hat am Ende dann halt auch noch zwei Touchdowns. So. Also was auch immer, 26, Entschuldigung. Das eine, was man eventuell, also der, ja gut, der Fumble von Henderson, der passiert auch nicht zweimal vermutlich, einfach aus der Hand gerutscht. Was witzig ist, weil wir es zweimal im Spiel hatten. Ne? McLaren ist dabei ja auch einmal aus der Hand gerutscht, Huber hebt ihn auf und fummelt nochmal, also ein verrücktes Spiel. Das Einzige, was man als Potsdam vermutlich von dem Spiel rausnimmt, von wegen, oh, da könnten wir eventuell gegen bessere Teams Probleme mit haben, ist, dass die D-Line super, super anfällig war gegen Rollouts oder auch halt einfach wirklich gegen Scramble. Der Contain hat nicht funktioniert, die Rushing Lanes haben nicht funktioniert. Und McLaren ist natürlich ein erfahrener Quarterback, der macht das sehr, sehr gut, was Pocket Management angeht. Aber er ist kein Überathlet, dass man ihn ständig nach außen entkommen lassen sollte. Und das war letztendlich das Einzige, was für Rebels irgendwie funktioniert hat und konstant. Und das Einzige, was funktioniert hat gegen Potsdam, ist einfach Launchpoint verlegen, aus der Pocket raus nach außen, Scramble Drill, gucken, wer ist offen, bumm, Completions. So, das ist das Einzige, was irgendwie wirklich funktioniert hat. Und das hat aus Potsdam-Sicht leider aber auch halt konstant funktioniert. Also da muss man eventuell ein kleines bisschen drauf achten. Ansonsten, man sieht halt auch, dass Potsdam dann wirklich Spaß hat damit. Ne? Also 3, 4, 5, 6 verschiedene Leute mit Touchdowns, 10 Touchdowns auf 6 Leute ist schon erstmal cool, ein cooles Verkaufsargument von wegen, ey, komm zu uns, selbst wenn du nicht Receiving Option 1 oder 2 bist, fängst du am Ende trotzdem deine Touchdowns. Das hilft halt auch, wenn dann so jemand wie Ricky Ochako zum Beispiel reinkommt, der seit Jahren bei Potsdam ist. Ich weiß gar nicht, ob aus der eigenen Jugend, aber auf jeden Fall im Prospect-Team gespielt hat vorher, mit 2 Catches für 30 Yards und hinten raus relativ viel spielen darf. Und auf der anderen Seite halt auch so Formation-Zeugs. So, das ist zum Beispiel die letzte Two-Point-Conversion, die sie hatten. Das ist halt einfach witzig, ne? Du hast einen Shift, noch einen Shift, in eine Motion, in dann auf einmal Direct-Snap zu einem O-Liner, der dann die Two-Point-Conversion läuft. Das hat am Ende nicht mehr wirklich was mit so ernstem Football zu tun. Das ist einfach, die haben Spaß. Und das kannst du dir natürlich erlauben, wenn du in den Spielen immer schon so hoch führst. Wenn du zur Halbzeit 52-6 führst, dann gehst du in die Halbzeit und überlegst schon, was können wir für witziges Zeug in der zweiten Halbzeit machen? Und das ist am Ende auch wieder so ein Verkaufsargument, was du dann bringen kannst, wenn du versuchst, Leute zu akquirieren, irgendwie, dass du sagst, ey, wir haben Spaß, wir gewinnen extrem hoch, wir slappen hier alle weg, am Ende hast du deinen Ring und du hast Spaß in der Saison. Wie gesagt, ich bin super gespannt auf das Dresden-Spiel. Eine letzte Sache noch, die ich vergessen habe, die ich aber noch sagen wollte bei Potsdam. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die wirklich Gameplan für solche Spiele, offensiv. Ob die sagen, ah, und hier, die spielen viel das, dagegen könnten wir da, da, da. Ich glaube, du brauchst das einfach zurzeit wirklich nicht. Was ich, oder wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass Potsdam sich einzelne Spieler raussucht und sagt, das ist vermutlich die Angriffsstelle, die wir am einfachsten ausnutzen können beim Gegner. Aber ansonsten, die spielen halt ihren Stiefel runter und bisher hat keiner gezeigt, dass er es aufhalten kann. Nicht mal, dass keiner es konstant aufhalten kann, sondern keiner kann es irgendwie aufhalten. So, und die spielen dann halt ihr Run-Game runter, die spielen ihren Tennessee-Choice-Zeug runter und Touchdown nach Touchdown. Und das wird jetzt spannend zu sehen sein, ob die genau das Gleiche machen gegen Dresden oder ob die da vielleicht mit einem spezifischeren Gameplan reingehen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es nötig ist. So, weiter geht's mit den Straubing Spiders, die zu Gast waren bei den Saarland Hurricanes. Beide mit einer bisschen durchwachsenen Saison. Bei Straubing hat es Woche 1 angefangen gegen München. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert mit dem ewig weiten Pick 6 und sowas von Nikita Czeremiński. Diesmal habe ich den richtigen Namen drin. Waren danach 0-1, haben dann gewonnen Woche 3 in ihrem nächsten Spiel gegen Ravensburg, waren danach 1-1. Dann verloren gegen Berlin Adler, dieser kolossale Choke hinten raus, ein Spiel, was man im Nachhinein was man definitiv hätte gewinnen müssen. Und kommen deswegen rein in dieses Spiel mit 1-2. Auf der anderen Seite, Saarland hat halt sehr großes Verletzungspech gehabt über die Saison und halt nicht nur entweder wichtige Spieler oder viele Leute, sondern viele Leute und wichtige Spieler haben sich verletzt die ganze Zeit. Also auch da sehr, sehr durchwachsen.
haben Woche 1 verloren gegen die Rebels, Woche 3 verloren gegen das Allgäu. Beides gewinnbare Spiele gewesen, wo man am Ende hinten raus nochmal überholt wurde. Haben dann Woche 4 gewonnen gegen Ravensburg, waren danach 1-2. Woche 5 allerdings wieder verloren gegen Schwäbisch Hall. Auch ein super ärgerliches Spiel, wo man sich eigentlich richtig, richtig gut präsentiert hat. Kommen also rein ins Spiel mit 1-3. Guckt euch an, wie es lief. Seite des Spiders, Run-Play, da ist viel Platz. Schöner Stop an bis zum Touchdown. Spencer läuft geht selber. Ein bisschen geblitzt. Nein, da kommt ein schönes Handoff auf die Nummer. Jetzt wird er auch noch in die Endzone geschoben. Das ist natürlich nicht gut. Also zwei Safeties tief. Der Pass über die Mitte, den dachte ich mir schon. Der war letzte Woche schon unsere Achillesferse. Jetzt kommt der Pass, der abintercepted wurde. Hat das eigentlich immer für mindestens 2 Yards gereicht? Ja. Und mit einem schönen Jump von Gendrich. Da ist der Gendrich. Nein. Doch, die Jungs geben ihr Bestes. Das sieht nach einem Pass aus. Über die Mitte, schön. Und wer war's? Hier kommt die tiefe Bombe. Kleiner Push und ein Touchdown. So, zu dem Spiel habe ich leider noch keinen Boxscore. Der ist gerade irgendwie am erstellt werden. Ich sehe, dass die Zahlen immer ein bisschen hochgehen und sowas, aber ich habe noch keinen finalen. Ist allerdings auch nicht so wichtig. Das Erste, was einem vermutlich auffällt, wenn man das Spiel guckt, ist, okay, das ist das nächste Saarland-Spiel, wo sie keinen Quarterback hatten. Und das ist jetzt leider halt wirklich auch schon das zweite vollständige Spiel, wo sie keinen Quarterback hatten. Gegen Allgäu war das ja auch schon so. Das war ja die große Überraschung, dass sie so gut mithalten konnten gegen die Comets ohne Quarterback. Das Problem in der Woche ist jetzt, dass Marvin Fuchs, der viel Quarterback übernommen hat in der Woche, Woche 3 gegen das Allgäu, dass der auch raus war. So, das heißt am Ende, du hast keinen Brito, der normalerweise der Quarterback ist, du hast keinen Fuchs, der eventuell dein bester offensiver Spieler generell ist, ohne ja Spencer Corona zu nahe treten zu wollen, und du hast keinen Keller, der auch ein wichtiger Receiver ist, der letzte Woche ejected wurde gegen Schwäbisch Hall. Das Team ist sowieso schon dünn besetzt und auch da höre ich Geschichten, dass ein paar Prospects aus dem zweiten Team von Saarland hochgezogen werden und so weiter, und das hilft dann halt wirklich nicht. Das heißt, du hast deine Quarterback 1 und deine Quarterback 2 Option nicht. Stattdessen hat teilweise wieder Corona übernommen auf Quarterback, aber über einen Großteil des Spiels war es Nummer 15, das ist Lamar Hall, ist auch Amerikaner, aber der ist Defensive Back eigentlich und der hat Quarterback gespielt in dem Spiel. Man hat gesehen, dass er bei halbwegs dahin kommt, wo er ihn hinhaben will, aber er hat auf jeden Fall nicht mit einer ordentlichen Technik geworfen und sowas, also vielleicht ist es so eine Sache wie, war in der Highschool, nee, aber das glaube ich auch nicht, dann wäre die Technik besser gewesen. Vielleicht ist es einfach so eine Sache wie, hey, ich spiele sehr, sehr lange Football, ich habe theoretisch den Plan und der Ball kommt ziemlich dahin, wo ich ihn hinhaben möchte. Aber auch keine theoretisch prototypische Quarterback-Größe und so weiter, also ist alles andere als ideal. Benjamin Thompson hat am Anfang ganz gut, ja, mitgehalten, sage ich mal, Running Back von Saarland, der hat einen guten ersten Drive gehabt. Die Verletzungen sind so weit gegangen, dass sich hier anscheinend sogar Coaches aus dem Coaching-Staff umziehen mussten. Rory Johnson war zum Beispiel auf dem Feld, der hat ja bis letztes Jahr noch bei den Rebels gespielt als Defensive End und ist ja jetzt eigentlich als Defensive Coordinator, der musste spielen, also Saarland ist wirklich einfach mies gebeutelt durch die ganzen Injuries. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Tackling war mies, aber auch da sind vielleicht Spieler, die eigentlich nicht in der ersten Mannschaft spielen oder die eigentlich nicht Starter sind, aber Tackling war von allen mies. Cornerback, Eye Discipline, furchtbar. Der letzte Touchdown zum Beispiel, da war schon der Backup-Quarterback von Straubing drin und der wurde, glaube ich, beim Werfen am Arm getroffen oder hat ihn einfach verhungern lassen inside den Ball. Wenn du dich als Cornerback umdrehst, du hast Inside Leverage, so der Receiver ist außen von dir, du drehst dich um und eigentlich hast du den Ball viel zu spät gefunden, hat sich so ein bisschen wegschubsen lassen, Receiver kommt rein. Stark gemacht vom Receiver, so ein kleiner Veteran-Move, diesen Push-Off, der nicht genug ist, um eine Flagge zu ziehen, selbst in Deutschland bei GFL-Refs nicht, aber trotzdem genug ist, um den DB da irgendwie aus dem Spiel zu bringen, war stark gemacht. Aber wenn du da den Ball findest in der Luft, dann ist es eventuell ein Play in die andere Richtung. Also das ist auch ein bisschen schade. Ansonsten, früh im Spiel gab es auch ein, zwei Momente, wo die sich wieder haben überwerfen lassen. Die Bees sind ja sowieso nicht die größten im Saarland. Und wenn du dann anfängst, irgendwie auf den Quarterback zu gucken, und ja, kann Ball über dich drüber, auch nicht so geil. Und das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich will nicht allzu viel sagen zu dem Spiel, weil
wenn eine Mannschaft ohne Quarterback spielt, dann sollte es in der höchsten deutschen Liga auf jeden Fall für das andere Team reichen, um zu gewinnen. Und das war ja hier auch absolut der Fall. Straubing hat das Ganze gut gespielt. Aber ja, der letzte Punkt zum Saarland, den ich mir aufgeschrieben habe, ist ohne Quarterback diese Fourth-Down-Philosophie weiterzufahren, von wegen, wir punten nicht, finde ich dämlich. Gerade früh im Spiel, hinten raus, als du dann mit mehreren Possessions zurückliegst, von mir aus probierst, da dann noch zu punten, wäre genauso aufgeben, also das ist kein Problem. Aber früh im Spiel, als Straubing halt auch nicht in irgendwie jedem Drive bis dahin gescored hat und unbesiegbar aussah oder sowas, dann punt doch wenigstens weg. Das Einzige, wie du so ein Spiel gewinnen kannst, wenn du deine Nummer 1 und 2 Optionen auf Quarterback nicht hast, ist halt in der defensiven Schlacht. Und ja, das, ja, nee, da, also da stimme ich überhaupt nicht zu. Straubing auf der anderen Seite, Wittmann war back als Quarterback, der war im letzten Spiel gegen Berlin Adler ja erstmal nicht drin, kam dann ganz zum Schluss rein. Es kann sein, dass er injured war oder angeschlagen zumindest und dass deswegen der Backup gestartet hat gegen Adler das Spiel. Aber ich weiß da nichts Genaues, das wäre jetzt nur erstmal meine Vermutung. Inside Run und Downfield Shots war eindeutig der Gameplan von Straubing. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für dieses Spiel gemacht war oder ob die einfach gesagt haben, hey, letztes Spiel, das waren die Sachen, die gut funktioniert haben oder wir müssen zu unserer Identität zurückfinden. Downfield Shots haben zugegebenermaßen nicht wirklich funktioniert gegen Alaba, aber haben wir eigentlich auch nicht gebraucht, aber was auch immer. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Luca Aigner hat mir wieder gefallen mit der Nummer 21, der sticht in fast jedem Spiel von Straubing raus, muss ich sagen. Die beiden Running Backs, Cass und Davis, haben auch einen richtig guten Job gemacht. Und still und heimlich hat Straubing eine ziemlich gute Defense auf die Beine gestellt. So, selbst wenn man da jetzt mit einberechnet, letzte Woche zum Beispiel, oder nicht letzte Woche, vorletzte Woche in ihrem letzten Spiel, die ganzen Punkte gegen Adler, die sie kassiert haben, da kann man halt eigentlich mehr der Offense als der Defense einen Vorwurf machen. Auch da habe ich mich über ein paar defensive Sachen aufgeregt, so Press ohne Press spielen zu können und so weiter. Aber trotzdem, die Turnover kamen, oder ja doch, die Turnover kamen von der Offense. Und ohne die hätten die nicht so viele Punkte zugelassen. Und trotzdem stehen sie jetzt nach dem Spiel als fünftbeste Scoring-Defense der Liga da. Ich weiß, es sind keine 32 Teams wie in der NFL, deswegen ist fünftbeste Defense nicht so viel wert. Aber wenn man nur Teams nimmt, die auch mindestens 4 Spiele hatten, genauso wie Straubing, dann sind sie auf einmal die drittbeste Defense, scoring-wise, also wie viele Punkte sie zugelassen haben. Also Straubing sollte man da auf jeden Fall im Auge behalten. Jetzt umso ärgerlicher natürlich die Niederlage gegen Adler. Ansonsten könnte man jetzt 3-1 stehen und halt einen ganz entspannten Playoff-Anspruch haben. Aber ich glaube, so wie die letzten 3 Spiele gelaufen sind, 2 Spiele gelaufen sind, kann man auch so auf jeden Fall Richtung Playoffs gucken jetzt, selbst wenn sie nur nach dem Spiel 2-2 stehen. Letztes Spiel für heute. Wir hatten die Berlin Adler zu Gast bei den Paderborn Dolphins. Auch hier ähnliche Saison bisher, ähnlicher Stand in der Tabelle und dementsprechend auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wenn es dann am Ende so darum geht, wer ist eventuell wessen Konkurrent um diesen letzten Playoff-Spot. Da könnten beide Teams am Ende drin sein. Paderborn hat Woche 1 nicht so gut angefangen, gegen Dresden verloren. Dann allerdings Woche 2 und 3 gewonnen. Woche 2 war gegen Braunschweig tatsächlich sogar, das Spiel, wo die keinen Quarterback hatten, oder nicht richtig. Und Woche 3 gegen Kiel. So, dann allerdings verloren gegen, ups, habe ich mir noch aufgeschrieben, gegen Hildesheim natürlich und hatten jetzt das Spiel gegen die Berlin Adler. Das heißt, die kommen rein mit einem 2-2-Record. Adler auf der anderen Seite hat Woche 2 verloren gegen Hildesheim, Woche 3 richtig auf die Mütze gekriegt gegen Potsdam. Dann Woche 4 Comeback-Sieg gehabt gegen Straubing und Woche 5 ein Comeback-Sieg gehabt gegen die Berlin Rebels. Also diesen kleinen Comeback-Sieger auf jeden Fall und stehen auch mit 2-2 da. Also super ausgeglichenes Matchup auf dem Papier. Guckt euch an, wie es gelaufen ist. Etwas hoch der Snap, Ball aber gut und wir schauen, was die Refs sagen. Jetzt mit dem Handoff an Joshua Brees und wir sehen es von den Referees, Touchdown. Dementsprechend, ich glaube, doch eine richtige Entscheidung von den Adlern. Hier der Laufspielzug über Tim Bauder, der wirklich toll läuft, viele Yards holt. Und den Ball verliert. Und den Ball verliert und Touchdown für die Berlin Adler. Wir sind gespannt, was wir jetzt zu sehen bekommen bei diesem zweiten Versuch. Auch hier wieder ein Passspiel durch die Mitte und viel, viel, viel Raum. Noch der Stiffarm und da ist er durch. Ich glaube, da holt ihn nicht mehr ein. Big Play durch die Dolphins. Ich scanne einmal das Feld. Ich sehe keine Flagge auf dem Feld. Deswegen jetzt Field Goal Versuch. Auch guter Snap, guter Hold und seinen Kicker in die Nummer 6, Hendrik Schröder. Länge ist gut. Und auch schaffen die Berlin Adler es hier auch Läufe durch die Mitte immer wieder für 4-5 Yards zu erzielen. Und jetzt hier weit, weit offen. Da haben wir wieder das Big Play
was die Defense der Paderborn Dolphins zulässt. Option, dass Zachary Whitehead auch selber läuft. Nicht. Wir sehen den Pass. Dementsprechend liege ich einmal wieder falsch. Oder er läuft selber zum Touchdown. Wobei wir noch 12 Minuten zu gehen haben. Jetzt aber erstmal viel Zeit. Der Dropback, der Ball auf den Running Back, der das Tackle aussteigen lässt. Da noch den Block bekommt. Und ich glaube, er ist in der Endzone. Genau, jetzt auch wieder der Snap. Guter Snap. Passspiel, viel Zeit. Pass durch die Mitte. Und wow, Big Play, Touchdown. Jetzt hier für die Adler. Der Passspiel über die rechte Seite. Der Big Play-Versuch. Und wow, Touchdown, Berlin Adler. Genau, jetzt auch der Handoff und der Ball ist in der Endzone, Touchdown. So, Sieg für die Adler auch hier, wenn man sich das Ganze anguckt. Das Erste, was einem auffallen sollte, ist, Moment mal, Hendrik Schanbacher war nicht Quarterback, sondern Zach Kavanaugh. Wenn man den Namen kennt, dann vermutlich, weil er die letzten Jahre bei den Adlern als Quarterback gespielt hat. Jetzt, dieses Jahr, ist er allerdings der Headcoach von den Adlern. Und das ist die allererste, allergrößte Sache in dem Spiel, wo ich mir denke, das sollte halt eigentlich wirklich nicht passieren, in der Liga, die versucht, immer professioneller zu werden und immer cleaner zu werden. Weil wenn ich höre, okay, wir hatten es ja eben im Saarland schon, aber das hat natürlich, oder zumindest im Saarland hat es was mit Verletzungen zu tun, ne? Dass Spieler einspringen mussten. Dann sagt man auch, muss das sein? Wenn du halt eigentlich auch noch ein zweites Team hast, kannst du dann nicht von denen irgendwie Spieler hochholen? Weil da entscheidet man sich dann dafür, okay, ja, Level über dann, ne? Aber wenn ich höre, okay, der Head Coach ist Mitspieler, du hast quasi einen Spieler-Head Coach. Das klingt für mich nicht wie GFL, das klingt für mich wie vierte Liga, irgendwie sowas. Und das kann verschiedenste Gründe haben, so. Und dadurch, dass ich ja jetzt nicht mehr bei den Adlern bin, aber in der Offseason noch bei denen war, habe ich da halt auch so eine Art von interessanten Einblick, weil ich weiß nicht, warum er jetzt gespielt hat, nicht offiziell zumindest. Das Erste, was man sich vorstellen könnte, ist natürlich, ist Hendrik Schanbacher vielleicht verletzt? Kann sein, der hat letzte Woche, als ich im Stadion war, gegen die Rebels ein paar richtig böse Hits abgekriegt. Lag auch einmal ein bisschen mehr auf dem Boden. Ich habe euch gesagt, Toughness kann man ihm nicht irgendwie absprechen. Aber wenn sich das danach dann der Arzt anguckt und, wie gesagt, dicke Hits abgekriegt, vielleicht hat er was mit der Rippe oder so. Und wenn der Arzt dann sagt, ey, du spielst übrigens nicht, dann spielt er nicht. Dann kann er auch nicht sagen, nein, ich kann aber. Dann kann er tough sein, wie er will. Wenn der Arzt kommt und sagt, du spielst nicht, dann spielst du nicht. So ist es. Und das ist auch smart, das ist komplett richtig so. Aber er stand umgezogen an der Sideline, wenn ich mich nicht sehr irre. Deswegen müsste er eigentlich geklärt sein. Also kann es vielleicht nicht an Injury liegen. Und das wäre dann schon eine sehr, sehr merkwürdige Situation, wenn der Head Coach sich selber quasi für seinen Starting Quarterback einwechselt. Aber vielleicht war es auch Injury, wo man ihn schonen wollte, wo man sagt, wenn es ganz, 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 ganz deep ist jetzt hier heute, dann musst du spielen, wenn sich Kavanaugh zum Beispiel verletzt. Aber wenn es verhinderbar ist, dann spiel vielleicht lieber nicht. Ich denke, das ist die realistischste oder das realistischste Szenario. Was mich halt wundert, ist, als ich gegangen bin, hatte das Team 4 Quarterbacks. Kavanaugh nicht mit einberechnet. Was ist mit den anderen 3 passiert? Also ich weiß es hier und da und über die ein oder andere Quelle so ein bisschen. Aber das ist am Ende dann halt eine grottige Rosterplanung. Egal, ob das von oben kommt oder vom Headcoach. Wie er letztendlich gespielt hat in dem Spiel, ist ein bisschen schwer für mich einzuschätzen, weil es mir manchmal schwer fällt, den Spieler von der Person zu trennen. Person kann ich absolut nicht leiden. Der Spieler ist eventuell sogar ein kleines Upgrade gewesen über Schanbacher, auch wenn man da natürlich sagen muss, er hat es anders gecallt für sich selber als für Schanbacher, was auch ein bisschen merkwürdig ist. Aber einfach durch seine Mobilität, die er auf jeden Fall noch hat, hat er, wie gesagt, bis letztes Jahr gespielt. Der ist jetzt so schnell nicht raus aus dem Play. Und das hat man gemerkt. Der hat einfach eine Elusiveness in der Pocket, wo vermutlich das ein oder andere Mal Paderborn schon gedacht hat, oh geil, da haben wir einen Sack. Und dann kommt er noch raus, scrambled, wirft einen Touchdown auf einmal. So. Die Würfe an sich, selbst wenn am Ende da steht 240 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception, fand ich nicht so geisteskrank. 2 Touchdowns waren einfach super, super Plays von CJ Okpolobi und von Maylan Bacher. Der letzte Touchdown Bacher, super, super Play. Dann hast du einen Fake-Screen drin gehabt, der weit offen war. Und ansonsten gab es schon ein paar verworfene Bälle. Direkt im ersten Drive sind sie beim 4. dafür gegangen. Maylan Bacher weit offen und Kavanaugh überwirft ihn. Aber da kann man halt auch nicht so viel von ihm erwarten, weil er höchstwahrscheinlich ein bisschen rostig logischerweise reingeht ins Spiel. Also am Ende auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Was ich davon halte, ist dann auch egal. Chris McKay wieder richtig gutes Spiel, 21 Rushing Attempts für 130 Yards und ein Rushing Touchdown, dann dazu noch 43 Receiving Yards und ein Touchdown, das heißt am Ende 173 Yards und 2 Touchdowns in seiner ersten richtigen Herrensaison, liefert er auf jeden Fall in jedem Spiel echt, echt gut ab.
Gleichzeitig, wie gesagt, CJ Okpolobi, Maylan Bache, richtig, richtig gute Receiver mit auch ziemlich guten Spielen. Da wäre mehr drin gewesen auf jeden Fall. Was mich nach wie vor ein bisschen wundert, ist, wie wenig Max Zimmermann benutzt wird. Der hat wieder nur einen Catch für 10 Yards. Also ja, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber es ist halt auch ein sogenanntes Embarrassment of Riches. Du hast theoretisch noch Joey Walden, der gerade verletzt ist. Also du hast vier extrem gute Receiver. Und natürlich können die nicht, außer du spielst bei Potsdam, immer alle richtig involviert sein. Kick-Return-Game für Adler ist ein absolutes Plus in jedem Spiel bisher, rede ich gleich bei Paderborn auch noch ein kleines bisschen drüber. Adler hat offensiv eine extrem screen-heavy DNA, das heißt, die bauen so viel auf Screens und gerade in den wichtigen Momenten kommt es dann raus. Hinten raus, der Receiving-Touchdown von Kiel war halt auch wieder ein Screen. Beim 3. und 6, wenn mich nicht alles täuscht. Also beim 3. Down, gerade in der gegnerischen Red Zone oder Fringe Area, gehen sie so häufig in Key Downs dann halt zu Screens und manche Teams haben das noch nicht oder sind da einfach noch nicht so aware für, I guess. Fünftes Spiel von den Adlern, fünftes Mal, dass ich euch sage, Donovan Hayden ist geisteskrank. Wir haben das Spiel hier zum Beispiel, das Play hier zum Beispiel, was er gemacht hat. Unglaublich, unglaublich, unglaublich guter Linebacker, wirklich. Hier zum Beispiel einfach vom 1. und 5 auf einmal hast du 2. und 12, weil er da irgendwie durchschießt, zu schnell für alle, sicheres Tackle, sehr, sehr starker Spieler. Leon Schäfer ist als Kicker drin gewesen, der ist eigentlich D-Liner. Ich weiß nicht, ob der richtige, der normale, der Roster-Kicker von Adler verletzt ist oder was auch immer. Hat seinen Job ganz gut gemacht, auch wenn man sagen muss, am Ende wurden 2 von den Extrapunkten geblockt. Und ich glaube, da muss man ihm ein kleines bisschen oder kann man ihm ein kleines bisschen Vorwurf machen, weil die zu flach waren. Aber er ist halt auch nicht der normale Kicker, sondern er muss sich halt eigentlich darauf fokussieren, D-Line zu sein. Auf jeden Fall scheint das die beste Lösung zu sein. Inside-Run-Game von Adler hat mir sehr gefallen, also da auch Shoutout an die O-Line. Matteo, ich nehme an Malia, ich weiß nicht genau, wie man den Namen spricht, Matteo Malia, neuer Linebacker für Adler, der jetzt in der Saison dazugekommen ist, der verbessert auf jeden Fall den Linebacker-Core, das war wichtig. Ansonsten hatten sie einen Blitz-Heavy-Gameplan defensiv und das ist auch meiner Meinung nach sehr aufgegangen. Das eine, was mich ein bisschen gewundert hat, ist der letzte Touchdown, den sie gemacht haben. Da hatte, wenn die Anzeige stimmt, Paderborn kein Timeout mehr, es waren noch irgendwie 30 Sekunden, ich glaube 2. Down und sie rushen dann nochmal rein für den Touchdown mit Führung schon. Das muss erstens nicht sein. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt in den Videos, dass Kommentatoren gesagt haben, ah, das und das und das ist Disrespect. Die Paderborn-Kommentatoren haben das auf gar keinen Fall gesagt, weil ich gefühlt noch nie positivere Menschen gehört habe. Das ganze Spiel, die waren zu jedem immer nur lieb und nett und positiv und super miteinander gearbeitet und so. War sehr, sehr angenehm, das zu hören. War eine super Stimmung im Stream. Also falls jemand von Paderborn das hört, lobt mal euer Kommentatoren-Duo. Die haben das Ganze sehr, sehr charmant gemacht, sage ich mal. Aber da könnte man von Disrespect reden oder von ja, Arroganz nicht wirklich, aber der Touchdown hätte nicht sein müssen. Und wenn man jetzt football-taktisch reingeht, ist es halt auch ziemlich dämlich. Wenn du abkniest, hast du das Spiel gewonnen. Und wenn du versuchst, nochmal zu rennen, kann ein Fumble passieren. Paderborn hebt den auf, Scoop and Score, auf einmal hast du verloren, stehst dumm da. Deswegen, das hat mich ein kleines bisschen gewundert. Bei Paderborn habe ich mir aufgeschrieben, Tackling ist ein Minus, Kickoff-Coverage ist ein Minus. Und das ist was ich mir, glaube ich, bei fast jedem Team gegen Adler aufgeschrieben habe, weil die halt einfach mit ihrem Kickoff-Return sehr, 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 sehr gut sind. Geschoolt, wollte ich gerade sagen, aber ja, gut gecoacht auf jeden Fall. Also Special Teams Coordinator Enno Martini macht da einen richtig guten Job. Und dann halt auch extrem gute Returner natürlich, logischerweise. Aber da höre ich manchmal von Kommentatoren oder von dem einen oder anderen drumherum diesen Lösungsvorschlag, warum dann nicht einfach out of bounds kicken? Es funktioniert nicht. Das hat Paderborn hier zweimal gemacht. Ich glaube zwar, es war aus Versehen, aber was viele nicht wissen oder nicht bedenken in dem Moment ist, die denken, okay, out of bounds, du kriegst den Penalty, dann hat Adler den Ball halt an der 35, aber wenigstens können sie nicht weiter als zu 35 und sowas. So funktioniert das aber nicht. Adler kann halt einfach und hat in dem Spiel auch auf jeden Fall die Option genommen, zu sagen, ja, kick den einfach nochmal, aber von 5 Yards weiter hinten. So, und wenn du dann nochmal ins Auskickst, dann sagst du, ah, nochmal 5 Yards weiter hinten. Und dementsprechend werden die Returns dann halt nur gefährlicher. Das heißt, das, was man eigentlich machen sollte gegen Adler, ist Ball einfach hinten rausballern. Aber irgendwie wenig Teams in der GFL haben Kicker, die das konstant können. Und das ist ein Problem. Paderborn hat dann auch ein paar Mal geswipkickt und so. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Way Forward. Gegen Adler swipkicken, weil Teams sich das nicht mehr lange angucken werden, dass sie immer überrannt werden. Aber ja, Out-of-Bounds-Kicken funktioniert nicht, wollte ich da nur noch mal kurz zu sagen. Nummer 14, Felix Blissenbach, hat ein sehr, sehr gutes Spiel. Da hat man gesehen, dass er auf jeden Fall Erfahrung hat. Der als Receiver, ich weiß nicht, ob ich das eben gesagt habe, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. O-Line-Inside-Run-Game von Paderborn kriegt ein dickes Minus von mir.
Joshua Brees hat natürlich ein geisteskrankes Spiel gehabt, habe ich mir das hier aufgeschrieben? Nee, aber ich kann es angucken. Der hat 89 Rushing Yards und 93 Receiving Yards bei insgesamt nur 18 Touches, hat natürlich den 75 Yard Receiving Touchdown da gehabt, auf der vermutlich Angle Route, vielleicht war es auch einfach Access, was auch immer. Aber ja, auch der hat am Ende, kann ich so schnell rechnen, nicht wirklich 192 Yards, glaube ich, und 2 Touchdowns bei 18 Touches. Also der war nahezu die komplette Offense von Paderborn. Quarterback Zachary Whitehead bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich den wirklich so gut finde. Die DBs auch da, wenn die das ein oder andere Mal den Ball in der Luft finden, dann ist es eventuell eine Pass-Deflection oder ein Pick. Zum Beispiel bei dem Mailand-Bacher-Touchdown macht der sehr, sehr gut, aber der ist auf jeden Fall unterworfen gewesen. Wenn der DB sich umdreht, dann ist es ein Pick oder sollte ein Pick sein. Und das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, oder die letzten zwei Sachen, gegen das Screen-Game und die darauf aufbauenden Fake-Screens nicht vorbereitet zu sein, wenn man gegen Adler spielt, inzwischen ist unverzeihbar, weil das Ding ist von Adler. Screens und Fake-Screens. Das ist das, was sie machen, das ist das, was funktioniert. Da nicht darauf vorbereitet zu sein, ist jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison auf jeden Fall unentschuldbar, finde ich. Und das Letzte war, es war ein super sloppy Spiel von denen. Der Fumble ist ärgerlich, den sie hatten, der dann halt auch ein Scoop and Score geworden ist von Pip Pivon, wurde geforst von Emmanuel Delgado, Safety bei den Adlern, kommt da rein, tackelt und hat die Schulter, glaube ich, genau auf dem Ball. Man sieht es in der Übertragung nicht richtig, aber ich habe den Box-Shot zugeschickt bekommen und da kann man sehr, sehr gut sehen. Der Ball bounced raus, wie gesagt, Schulter auf dem Ball, Bilderbuch, und dann bounced er genau in die Arme von Pip Pivon, durch. Da hat man dann auf der einen Seite Pech natürlich, später hatte man nochmal Pech, Adler spielt ein viertes Down aus. Erstens war es, glaube ich, Delay of Game, was nicht gegeben wurde, da würde ich mich als Paderborn-Fan, glaube ich, ein bisschen drüber aufregen. Und dann, ihr seht es hier, Kavanaugh wirft, der Ball wird eigentlich deflected, fällt zu ihm zurück und dann kann er rushen für ein neues First Down, beziehungsweise hat seine eigene Reception für ein neues First Down, auch wenn das hier, glaube ich, nicht als Reception eingetragen wurde, absolute Frechheit, eigentlich muss es eine Reception sein, aber egal. So, da kannst du auch nicht wirklich was dafür, das ist halt einfach Pech. Aber am Ende war es auch sloppy von den eigenen, von der eigenen Ausführung, vom eigenen Coaching her. Wenn du zum Beispiel einen Auswechselfehler kriegst bei einem 3. und 8, den du offensiv hast, nachdem du einen Timeout genommen hast, einen Auswechselfehler nach einem Timeout bei einem Key Down, das kann nicht passieren, das geht nicht auf dem Level. Und das Nächste, was ich auch noch sage, ist in der zweiten Halbzeit ein Timeout gegen ein Two-Point-Play zu nehmen, finde ich auch kritisch. Ich weiß, vermutlich war die Defense komplett verwirrt und bla bla bla, aber ich würde ehrlich so weit gehen und zu sagen, 2 Punkte sind mir nicht so wichtig. Lass sie ihr Two-Point-Play machen, gerade in dem Spiel, wo es mehr oder weniger hin und her ging. Lass sie ihr Two-Point-Play machen, aber behalt dein Timeout. Das Timeout könnte hinten raus fehlen. Das habe ich schon mal gesagt, letzte Woche bei Rebels, glaube ich, und das sage ich jetzt wieder. Also ja, Paderborn hat absolut kein gutes Spiel erwischt, aber am Ende ist es trotzdem verdient für Adler. So, Paderborn ist jetzt leider damit 2-3. Adler geht damit jetzt nach 3 gewonnenen Spielen in Folge auf 3-2, hat damit jetzt erstmal zumindest vorübergehend mit dem Abstieg nichts mehr im Hut, sondern kann sich jetzt auf Playoffs konzentrieren. Die spielen jetzt die nächste Woche gegen Dresden. Ich bin in der Live-Konferenz übrigens, ihr seht gleich, wie ich tippe. Aber ja, nachdem man 0-2 gestartet ist und dann halt auch fast verloren hatte gegen Straubing, sah das Ganze natürlich erstmal ein bisschen düster aus. Aber nach 5 Spielen jetzt 3-2, Momentum absolut auf Adlerseite, läuft für die. So, als Letztes gucken wir uns kurz die Standings an, also die Tabelle, und danach dann meine Tipps für nächste Woche. Wir blicken auf den Norden. Wir sehen Potsdam Royals ganz, ganz einsam oben mit nach 4 Spielen 244 erzielten Punkten. Alright. Dahinter dann Dresden, die bisher erst 4 Spiele hatten. Dann kommt das erste Team mit 5 Spielen. Hildesheim Invaders, die 4-1 stehen. Adler dann auf 4. Letzter Playoff-Spot im Norden zurzeit mit 3-2. Dahinter dann Paderborn Dolphins mit 2-3 und Berlin Rebels mit 2-3. Kiel Baltic Hurricanes haben die Woche nicht gespielt. 1-3, genauso wie New Yorker Lions aus Braunschweig auch 1-3. Im Süden seht ihr nur 7 Teams und da sind ganz vorne die Schwäbisch Hall Unicorns mit 3-0, dann die Allgäu Comets mit 2-1 und die Munich Cowboys mit 2-1, also 3 Teams, die erst 3 Spiele hatten jeweils. Straubing Spiders dann auf Playoff-Kurs mit einem 2-2 und mit auch schon ein bisschen Abstand zu den Teams dahinter, denn da sind erstmal die Saarland Hurricanes und die IFM Razorbacks aus Ravensburg mit 1-4 jeweils und dann das einzige bisher noch sieglose Team in der GFL dieses Jahr, die Kirchdorf Wildcats mit 0-4. Spiele nächste Woche. Erstens nochmal, ich bin in der Konferenz am Samstag 16 Uhr, also wenn ihr da Bock drauf habt, guckt gerne vorbei. Ist kostenlos, wird auch über YouTube gestreamt und so weiter. Ich lese die Kommentare zwischendurch, also lasst mir da einen Gruß da, wenn ihr da seid auf jeden Fall. Und wir haben ein paar richtig wichtige und interessante Spiele.
Hier sieht's aus wie es folgt. Komisch formuliert, aber ja, Saarland Hurricanes spielen gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig. Beide Teams mit Injury-Problemen, aber ich sag, New Yorker Lions, Braunschweig gewinnen da gerade nach einer Bye-Week. Dresden Monarchs empfangen die Berlin Adler. Da tippe ich auf Dresden. Mal gucken, wer Quarterback spielt. Für Adler Kiel, Baltic Hurricanes spielen gegen die Berlin Rebels. Das ist fast ein Toss-Up für mich, aber ich sag, Kiel gewinnt das Ding. Dann haben wir gleichzeitig als letztes Spiel noch die Munich Cowboys gegen Schwäbisch Hall Unicorns. Da sage ich, die Unicorns gewinnen das Ding. Und dann einen Tag später die IFM Razorbacks Ravensburg gegen die Allgäu Comets. Da tippe ich auf die Comets. Endlich wieder Comets Football hatten wir schon lange nicht. Da habe ich Bock drauf, dass er auch dann das Solo spielen am Sonntag. Also da werde ich auf jeden Fall im Stream dabei sein. Genau, das sind meine Tipps. Ich bin bisher okay mit meinen Tipps. Ich glaube, ich bin irgendwie 36-15 oder irgend sowas in dem Dreh. Bin damit irgendwo bei dem Tippspiel auch ziemlich im Mittelfeld. Also, ich tippe nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Macht euch also nicht allzu viel draus aus meinen Tipps. Aber ja, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.